Ich habe Schwimmflossen optisch an, zumindest. Wenn ich die wechseln kann, falls ich sie brauche. Im optischen Slot und so. Nehmen dann ja auch keinen Platz weg. Ja, brauchen wir überhaupt Höllenstein? Ich überlege gerade, was wir draus machen. Ich kann aus Pfeile machen, aber ich glaube, dann funktionieren halt meine Bienen. Ja, kann das meine Bienenpfeile nicht sehen. Wenn ich Höllen nicht mehr gehen. Hm. Ja, gut. Basti, was gab's da noch aus Höllen-Dings da? Spitzhacke? Oder? Ja, brauchen wir die? Ich brauche auf jeden Fall eine bessere Spitzhacke, ja. Ja, aber gut. Ja, also das brauchen. Also. Bessere. Guck mal, ich krieg keinen Schaden direkt. Ich pass Lavaband an. Okay. Ich habe ja Triple Jump im Moment, fällt mir gerade ein. Ja. Das habe ich, ist ja total nutzlos. Fast schon. Ich habe ein neues Jojo gefunden. Leg das mal hier rechts neben mich. Kannst du ja dann holen. So. Baut ihr jetzt nach rechts aus, oder wie? Ich baue auch nach rechts aus, ja. Ja, dann baue ich ein bisschen nach links. Hä? Was denn? Wir sind gerade links. Wir sind gerade links, ja. Ne, so rum, ja. Ich bin rechts von links. Also ich baue nach links, sage ich dir. Achso. Nee, du baust nach rechts. Du baust nach rechts? Ja, meine ich ja. Hast du ihm das Jojo gebracht? Ein, ah, ein Jojo. Kaskade. Was kann das denn schönes? Das hat so ein Zeichen, heißt das, dass das, also dass das durchgehend jojot? Ist das, was heißt das? Das? Nee, das hat meins anderes auch, keine Ahnung, weiß ich nicht, was das Zeichen genau hat. Ja, ihr Dämonen, ist ganz, ganz toll. Meine Obsidian-Uhr. Ja, ich glaube, wir können uns tatsächlich den Hessel mal sparen mit Dings hier abbauen. Hm. Sein, wir müssen uns wirklich die Spitzhacken machen. Also, ja. Sicherheitshalber. Für was? Denn? Außerdem ist das die beste Axt für ganz lange Zeit. Also die beste Holzaxt hier, ne? So. Ja, ja, gut, aber das können wir ja auch, nachdem wir im Hardmodus sind. Im Hardmodus ist das hier nochmal härter. Also, ne? Ja, ja, gut, das stimmt. Mhm. Ist im Hardmodus härter. Yep. Weisheiten. Jetzt ist. True Story. Ist ja vollkommen richtig. Ich habe hier gerade einen richtigen Jackpot, was Höllenstein angeht. Oh, da kommt ja ein bisschen Lava raus. Ich bin tot. Gespolzen. Okay. Interessant. Hast du wenigstens den Daumen nach oben gereckt, als du in die Lava gefallen bist? Ja. Okay. Alles richtig. Ich Alles gut, weil ich wollte sowieso den Buff abholen für meine Viecher. Ja, kannst ja mal gucken, ob der Goblin jetzt da ist. Wo soll der denn sein? Im Haus. Ich hab dem Haus zugewiesen, in der ganzen Nähe von der Mitte. So ein Rax? Ja, glaub schon. Nachschmieden. Hm, genau das ist es. Ja, Raketenboots, Werkzeuggürtel. Okay. Hm. Ich hab eine Schattenkiste gefunden, yay. Hau. Auf zu grunzen, lass mich. Ich glaube, ich muss mir Holz mitnehmen, wenn ich hier weitermachen soll noch. Verdammt. Ich habe auch kein Holz mehr dabei. Ist der teuer? Ich habe eine Voodoo-Puppe gleich in der Tasche. Nice. Nein, nein! Komm von links. Okay. Ich bin tot. Ich bin. Doch nichts. Fuck. Ich ist halt aus Versehen in die Lava gefallen. Prime, der Fremdenführer, wurde getötet. Ja, ja. Die Voodoo-Puppe ist halt vom Fremdenführer, die Puppe. Ich versuche mal noch schnell genug nach unten zu kommen. Ich könnte porten, ne? Also wir könnten alle porten zu Cyral hier. Ja, stimmt.
Ich hab mich vorher heilen sollen, verdammt. Ah, ich hab meinen Buff vergessen. Ich sehe nichts. Da. War Wolke, nicht vergessen. Ja. Ja. Die Maus da. Ich hoffe, rechts ist noch ein bisschen ausgebaut. Ein bisschen. Ja. Okay. Viel. Ja, wir können es schaffen. Ich glaube, ich habe die beste Waffe, die man haben kann gegen die Wall of Flash. Och nö. Mach's. Okay. Nicht viel, ja. Seh schon. Dips auf Fernkampf. Okay. Mal gucken, was gedroppt ist. Es ist Siegel des Kriegers gedroppt. Ja. Erhöhter Nahkampfschaden. Na, schade. und die Welt ist jetzt hart, ne? Oh fuck. Ja. Seid ihr beide tot? Ja, ich bin tot, Lava gefallen. Achso, ich auch. Okay. Hast du den Stream noch offen? ja. Das hier. Das Siegel des Nahkampfs, der hier Dings. Das kann in vier verschiedene Geschmacksrichtungen droppen. Okay, ja. Wir haben halt komplett Pech gehabt. Naja, eigentlich nicht. Nee, eigentlich nicht. Magie hätte es auch sein können. Nahkampf oder, nehme ich eigentlich ganz gerne. Oder Beschwörer hätte es auch sein können. Das wäre cool gewesen. Oh ja. Was ist der Beschwörer dann gewesen? Und der Pwnhammer ist wichtig für uns, den nehme ich mal mit. Beschwörer ist. Beschwörer. Also 15% auch. Schaden. Oh, cool. Du kannst, wenn du alle vier hast. Ich komm mal hoch. Kannst du die kombinieren, ne? Nee, du brauchst nicht alle vier. Du kannst dein eines kannst du umwandeln. Achso. Da. Hier, der Typ ist da. Mal kurz gucken. Guck mal, wenn man das hier reintut, das kann man umwandeln. Mit Seelen. Candy, der Party Girl ist angekommen. Egal. So, und wir haben den Pwnhammer. Damit können wir jetzt endlich Dämonenaltäre zerstören. Das ist wichtig, weil wir jetzt im Hardmode sind. Das heißt, wir haben Zugriff auf neue Erze, theoretisch. Wollen wir das als erstes machen? Hast du das Item? Ja. Und wir können ja mal eine Spitzhacke herstellen. Habt ihr... Da? Ist der Goblin jetzt bei uns oben? Ja. Ja. Höllenstein, so. Habt ihr Höllenstein schon reingemacht? Ach, da ist ein bisschen was. Nee. Oh, ich habe eine Seele der Nacht bekommen. Habt ihr. Weiß ich, wofür das ist. Habt ihr nochmal Höllenstein? Ich habe gar nichts gekriegt. Okay. Ich habe ein bisschen was. Also, ich habe noch nichts abgebaut von Höllenstein. Ich habe jetzt 5, ich wollte aber noch ein bisschen mehr holen. Wir haben bald neues Erz, ich wollte nur eine Spitzhacke machen. So. Wie viel brauchst du denn für die eine? Ich guck mal grad. Hat 100 Spitzhackenkraft. Ich denke schon, das ist ein neues Tier. 20. Fuck, dann. Wie kann ich bei dem Goblin nachfragen, mit was ich das kombinieren kann? Das ist nicht bei dem Goblin. Ach so. Ja, bei dem Guide da oben, Logan. Was? Hm. Der kriegt auch jedes Mal einen neuen Namen. Man könnte doch irgendwie noch gucken, auch nach Sachen, die man noch nicht hat. Alle Rezepte zeigen, genau. Also in dem Crafting-Interface kann man auch alle Rezepte zeigen. Ja, fick dich. Das ist auch schön. Ach, Seele der Macht, also die Dinger brauchst du. Welche Seelen? Naja, du könntest halt, also um ein Rächer-Symbol bräuchte ich halt Seelen, die kriegst du aus dem Hard-Mode-Monster, die droppen dann halt diese Seelen.
Wie viel brauchst du davon? Jeweils 5. Und zwei habe ich schon. Dein Siegel. Was willst du damit? Um dein Siegel zu verbessern. Ist das Verbesserung, wenn das weniger Schaden macht? Aber wofür ist das dann? Das ist einfach nur aller Schaden ist verbessert. Oh, jetzt hast du den Kriegerschaden sozusagen verbessert. Achso, okay. Dann hast also, kann man schon machen? Ja gut, wenn du nicht nur eine Waffe nutzt, sondern mehrere oder sowas, ne? Mhm. Kannst du deinen Höllenstein nochmal reintun? In die ich hab dir den ganz schön zugeschmissen. In zu mir? Ja. Oh, 7, ne? Oh. Dann reicht das, ne? Ich hoffe einfach, wir können die Erze abbauen, aber ich weiß es nicht. Ich kann nachgucken, ne? Ja, komm, ich geh noch einmal kurz in die Hölle runter. Ja, dann komm ich mit. Besser ist, sterben wir wenigstens nicht alleine. Ich habe sogar schon eine Seele der Nacht gesammelt. Ach ja, ich habe eine Abkürzung. Das ist auch eine. Ja. Da und jetzt sterben, ne? So. Links war auch eine Schattenkiste, die ich eigentlich öffnen wollte. Dann gehe ich da erst noch hin. Gab's im Hard-Modus die Fleischwand nochmal oder hat man die einfach dann immer wieder gemacht? Man hat die immer wieder gemacht vom normalen Modus. Also die ist nicht neu stärker oder so. Also es gibt die nur einmal. Genau. Also du musst jedes Mal eine neue Karte öffnen und das ganze Ding dann von vorne machen? Nee. Du kannst sie ja immer wieder beschwören. Kannst sie immer wieder beschwören. Sobald, oh nein, Blutmond. Jetzt im Hard-Modus. Oh. Habe ich hier richtig Bock drauf. Fängt ja schon gut an, der Hardwood. Aha. Ich habe ein magisches Item gefunden aus der Schattenkiste. Noch eine Schattenkiste. Nice. Dann geht los. Ein Bogen. Nice. Unangenehm. Nett. Aber schwach, huh? Oh ne, der ist ziemlich gut. Seele der Macht. Der Macht? Der Nacht. Ja, von Nacht, ja. Seele der Nacht, okay. Ah, ich dachte, ja, oh, Seele der Macht klingt auch viel geiler. Ja, aber Seele der Macht ist halt von einem Boss, deswegen. Ach, hier, Scrooge McDuck. Fuck. Kann einer das Pulver von oben holen und zu mir kommen, Porten? Ja, kann ich machen. Ich mach schon. Du weißt welches, ne? Das ist ein NPC, der dann für die NPCs, die wir bei uns drin haben, der Geld von denen eintreibt. Und dann kriegen wir das. Das ist ganz lustig eigentlich. Also Miete oder was? Wo ist der hin? Oh, er ist jetzt nicht in die Lava gesprungen, oder? Au. Autsch. Der könnte rechts runter in die Lava sein. Oh nein. Ja, ist er. Ich will ja gerade hüpfen sehen. Aber der lebt noch, ne? Ja, der läuft da gerade rum. Okay. Soll ich runter porten oder du machst das? Nicht, du musst sie besprühen mit dem Pulver. Mit dem Reinigungspulver. Du weißt, welches Pulver, ne? Ja, aber ich komme an den nicht ran. Achso. Ich komme normal runter. Warte mal. Ja? So. Du musst danach nochmal mit ihm reden. Also. Die gequälte Seele, meinst du? Mhm. Er ist gestorben. Schade.
Ja, der Steuereintreiber, aber er war schon Steuereintreiber. Das heißt, er spawnt, glaube ich, in dem Haus dann wieder. Hoffe ich. Oh, fuck. Achso, ich kann dreifach Sprung, ne? Ist hier was drin? Nee. Ah, das war mein Fehler vorhin. Ah, Mann. Ja, ich hab vorhin vergessen, STG auszumachen. Ah, okay. Au. Lebenden Feuerblock habe ich gekriegt. Ich hab hier noch eine magische Waffe für dich. Oh, ne Gimmick. Ah, ich dir gedroppt. Wie heißt das? Du wirst schon mit der Mechanik vertraut sein. Zack! Genau. Weil die droppen doch eigentlich auch mal ganz coole Sachen, oder? Wer denn? Die Mimic. Ja, die Mimics droppen richtig gute Sachen. Hast du Mimic gesehen? Ja, bei mir ist eine. Da, wo du gestorben bist? Da, wo ich gestorben bin. Ja gut, dann ist das jetzt schon weg, oder nicht? Shotgun. Nee, die ist im Haus. Was? Die lebt noch. Ich habe sie nicht töten können. Die spawnt doch. Ach, die despawnt? Ja, die hat keine festen Plätze oder so. Okay, schade. War relativ stark. Ja, die sind für einen alleine momentan, glaube ich, noch zu stark. Wir haben auch nichts Rüstung für Hard Mode jetzt. Wir sind Frischlinge wieder. Ja, alles gut. Frischlinge mit Bienenarmeen. Ihr versucht da unten. Höllenstein gerade nochmal mitzunehmen. Wieder so wie er kann. Ich kann ein bisschen in Lava schwimmen. Begrenzte Zeit und so. Ja, aber ist zu kurz ohne den Trank. Wieso kannst du in Lava schwimmen? Ich hab das Dings, das Armband an, das mich 7 Sekunden lang in Lava schwimmen lässt. Auf Lavastein kann ich stehen wegen der Obsidian-Zeugs, was ich dabei habe. Ich glaube, ich brauchte 25 Steine für 10. Irgendwie so macht das Sinn. Okay. Könnte sein, dass wir jetzt wieder genug haben. Oh, cool. Ja, ich glaube, wir haben genug. Uns fehlt uns ja auch Obsidian, weil man Obsidian auch noch braucht, um das zu verbrauchen. Was ist das? Was ist das? Sonnenzorn. Cool, klingt gut. 36 Nahkampfschaden als Peitsche. Oh. Cool. Nahkämpfer, also für Dings da dann. Ja. Die ist dann für... Sieht gar nicht so schlecht aus. Je nachdem, wie viel Range die jetzt hat. Das ist so eine Kugel, ist das? So eine Wurfkugel. So ein, ja. Boah, Range geht aber klar. Ich hab, ja, ne? Hatte mir jemand ein Höllenfeuer-Jirujo zugeworfen? Ja, vorhin hatte ich das zugeworfen, ja. Okay. Statt 26, 47 Nahkampf. Der Jirujo-Master hier. 47? Ah, okay, das ist doch besser als das, was ich jetzt für dich hätte sonst. Oh, die Schildkröte. Oh, ich brauche die Schildkröten-Dinger nachher für meine Rüstung. Komm her. Biene? Oh ja, wir sind unterm Dschungel, deswegen. Die Schildkröte war auch von da. Stirbt alles. Langsam, ja. Durch Lava und so. Deine Sachen. Ja, also nee, das mache ich damit nicht, sondern wir verlieren die ganze Zeit dieses Zeug, was wir von denen kriegen. Dass alles in Lava stürzt. Achso, ich glaube, das geht aber nicht kaputt hier. Das ist nicht Minecraft. Mein
Bleibt dann unten liegen für eine Weile. Ja, hier gibt's relativ viel. Ja, eigentlich sollten wir schon wieder zurück gleich. Aber die Schattentruhen könnten wir nochmal durchgucken. Aber Höllendings haben wir genug. Sind welche? Nee, aber sind ja meistens in den Häusern weiter links dann einfach. Oder rechts halt. Weil ich jetzt auch nicht mehr weiß, was da alles für Loot drin war. Das meiste haben wir bestimmt auch schon. Keine Ahnung. Hauptsache looten. Kommt ja in der Hölle auf jeden Fall ein Arsch voll Wurmlochtränke. Ja, weil es ja so viele Kisten gibt, ne? Also so viele Vasen, meine ich. Ja, auch von den. Ja, Vasen und auch von den Monstern teilweise. Echt? Die droppen sowas? Keine Ahnung. Okay. Ich glaube überhaupt. Das ist ja mal eine Behauptung, ne? Blood Moon. Was? Blood Moon falls past the horizon? Was heißt das? Hinter den Horizont. Ja, aber das. Ja, steht hinter dem Horizont. Also da, wo du nicht mehr sehen kannst. Okay. Also, es zu Ende ist. Irgendwie bin ich daran interessiert zu gucken, was das ist. Ich glaube, ich porte gleich hoch und mache erstmal noch eine Spitzhacke. Achso, Blood Moon ist zu Ende, heißt das, glaube ich. Ja. Hat einer schon relativ viel Geld gesammelt? Bisschen was. Ein Platin? Nee. Nein. Gut. Ich frag nur. Wofür brauchst du ein Platin? Um einzukaufen beim Schaman. Was verkauft er? Also wenn wir alles zusammenlegen, könnten wir es vielleicht schaffen. Ich habe glaube ich 50 Gold oder so. Ja, wenn ich gerade vielleicht nicht 30 Gold beim Ummelden ausgegeben hätte, ich glaube auch noch ein bisschen mehr. Ich habe jetzt... Ich glaube, der verkauft so eine Tiki-Maske, die über deinen Kopf schwebt. Das ist ziemlich nutzlos. Aber... Okay, nein. Du kriegst nicht unser Gold. Okay. Oh, nein. Ah, ich will das haben. Tio, komm zu mir. Ja, da ist Höllenfeuer stark ins Wasser gefallen. Wow, ich bin tot. Hi. Wo? Links, da, links einfach ins Stück runter, da runter. Ah, war's. Achso, ja, ist gut. Das war ein Spell, oder? Port ich jetzt zurück, oder? Ich komm zu dir. Okay. Geh ich schon mal ein Stück links, warte kurz. Ja. Okay, ich stehe wieder sicher. Halbwegs. Ah, ich soll hier runter. Ja. Was war das jetzt für ein Spell? Zeig mir den mal. Höllenfeuer? Stark? Ja. Hier. Da, meine Truhe. Ah, aha. Du Arsch. Guck doch. Das ist lustig nur. Ja. Oh. Den Bogen habe ich auch in der Tasche, den will ich eigentlich nutzen, aber Bogen, ich habe nicht genug Pfeile. Hast du Pfeile noch rumliegen? Also normale Holzpfeile? Ja. Ja, weil ich glaube, der könnte besser sein als der Mini-Heim momentan. Der ist von ihm. Das ist nicht mal besser als mein Bienenbogen. Schade. Also ich habe davon auch einen, der besser ist ein bisschen. Schnell. Ja, guck mal. Guck mal. Nice. Ja. Ich habe nicht so wahnsinnig viele Pfeile tatsächlich gerade dabei, sehe ich gerade. Ja, dann hole ich, mache ich mir nachher welche. Der wandelt halt die Pfeile automatisch um. Das ist ziemlich gut. Hä? Das ist ein Jojo. Ja. Ah, okay. Höllenfeuer. Für Sepp, ja. Das ist ja ein Zauber, weil er Höllenfeuer heißt. Ja, ne? Ist halt nicht das von Ifrit. Nee, Höllenfeuer, das Jojo habe ich auch schon. Hat das irgendeine Verzauberung drauf da jetzt? Ja, stark. Ah. Mehr Schaden und größer oder so? Was schieße ich denn da gerade? Mit den Höllenfeuerpfeilen, glaube ich. Ich dachte gar nicht. Die explodieren. Ah, ich habe schon keine Dingspfeile mehr. Oh. Ich habe gar keine neuen normalen Pfeile mehr. Hier shoppen gehen. Die kann man herstellen, ne? Also. Ja, ich weiß. Stein und Holz. Okay, wir brauchen bessere Rüstung, weil das ist jetzt gerade ganz schön hart. Ja, wenn man Hardwood betritt, sollte man dann auch so langsam eigentlich das hier verlassen, aber. Ja, ja, nee, ich bin nicht unten. Ich war jetzt einfach in die Wüste.
ganz normal in die Höhle. Hier ist nix, okay. Aber. Ich hab den Pwnhammer dafür. Mit 18 Abwehr ist das halt echt nicht mehr so spaßig. 18? Das, hä, hast du nicht vorhin über 20 gehabt? Nee, ich hatte. Ja, ich hab ein anderes Item reingenommen und hatte dann beim Zusammenschmieden. Da rechts ist eine gute Puppe. Brauchst du nicht noch mehr von dem Erz? Ich? Ja. Nee, ich habe eigentlich oben jetzt genug. Wurde ja, jetzt sollte ja eben runterkommen. So, ich habe noch eine Voodoo-Puppe. Habt ihr Bock? Schaffst du den noch mal zu machen? Klar. Das erste Mal auch geschafft. Sollten wir aber, muss ich mir besser neue Pfeile eben holen? Ja. Mal hochporten und wieder zurück, oder? Ja, genau. Okay. Aber muss einer hier bleiben halt. Nö, wir können ja dann einfach runter in den Fahrstuhl. Ja, gut. In helle Wetter. Geht schon. Ich habe auch etwas, um einen Boss zu beschwören. Das einzige Nervige jetzt ist halt, dass mehr nervige Gegner, die dich halt zusätzlich töten können, dabei sind. Oh, man kann sogar Laserklingen herstellen. Interessant. Teile. Und ein Blutschlechter. Molten Chains. Ich möchte aber nur Pfeile haben. Ich kann Gift. Und gibt mir keinen normalen Pfeiler aus. Wie? Ein Recipe-Ding hier. Wie doch? Gibt es? Ich bin hier bei dem blauen Ding, weil es ist doch für Rezepte, oder? Ja, nicht? Pass auf. Da oben ist so ein Ding mit vier grünen Punkten. Und daneben ist eins mit. Nimm mal das daneben, alle Rezepte anzeigen und dann kannst du Pfeile eingeben und dann. Oder Pfeil halt. Nö, und dann zeigt er mir nur Giftpfeile an. Was? Mir zeigt er nur Giftpfeile an. Wenn ich da Pfeil eingebe, dann zeigt er mir alle Pfeilsorten an. Alle, die Pfeil heißen halt. Giftpfeil ist das Einzige, was du kannst. Deswegen, du musst hier alle Rezepte anzeigen machen. Ja, hab ich. Show available recipes. Ja, und dann machst du das rechts daneben. Show all recipes. Ach, das meinst du. Ja. Ah, okay. Genau. Und dann zeigt er alle an. Das ist sehr praktisch. Achso, und dann kann ich aber... Ja, wir haben kein Holz in der Truhe. Ah, okay. Oder in der Tasche. Also ich habe keins dabei. Ja. Ich habe Holz in der Tasche. Achso. Ich könnte ja mal Acorns mit hier lächeln. Wie kriegt man ein PDA? Steht doch da. Nee, ich habe nur gesehen, dass man da aus dem Spiegel und ein PDA ein Handy herstellen kann. Mhm. Achso, ne, PDA ist so eine Zusammenführung von DPS-Meter und Zeigetiefe an und diese Sachen, weißt du? Ja. Also GPS. Kompressivmesserplatte. Gut. Ich brauche Steine für normale Pfeile, ne? Ich kann dir ein bisschen Steine geben hier, oder? Hier. Da Steine. Ich hab schon, danke. Achso. Warum wächst das hier so langsam? Nee. Ach so. Wie store ich das jetzt? Reinlegen? Oder Shift-Link-Klick? In der linken Box, nicht in der Herstellbox. Ach so, die linke muss... Die linke ist zum Rein- und Rausnehmen im Prinzip, die andere ist zum Herstellen. Und dann kannst du beim Herstellen die Sachen auch unten rechts aus dem Fenster nehmen. Da. So, wo ist mein Holz jetzt hin? Ist mein Holz weg. Ah. Muss ein bisschen kurz reinfuchsen. Aber das ist besser eigentlich. Ja, jetzt ist mein Holz aber weg. Komplett. Es muss ja irgendwo sein. Ja, ich hab's gerade wahrscheinlich weggebuggt, als ich mich teleportiert habe. Sicher, dass es nicht im Storage ist? Nee, ich hab das, glaube ich, eingesammelt. Achso. Ich hatte auf einmal, glaube ich, 80 Holz hinter dir. Danke. Ah, ich hab so Bock auf UFO-Invasion. Steinblock zählt nicht als Stein, oder was? Steinblock ist kein Stein, ne?
Du kannst aus einem Ziegel kannst du auch keine Pfeilspitze machen, oder? Naja, wahrscheinlich schon, aber. Ich glaube, das ist die Logik dahinter, dass es nicht geht. Wo kriege ich jetzt normale Steine her? Bett. Ja. Doch, Steinblock ist Stein. Doch, ja. Jetzt weiß ich, was. Was? Er lässt mich aber keine Pfeile machen. Ist am rechten Interface. Und Pfeil. Warte mal. Nee, du musst die Sachen reintun? Ja, das ist. Ah, okay, das ist doof. ja, okay. Kann man ein bisschen Holz einlagern hier? So generell, so. Ich nehme an, dieser Bogen hätte besser ist als mein altes Ding. Ich meine, der schießt Fledermäuse. Der muss besser sein, ne? Aber meiner ist halt stärker. Also das ist einfach besser als dein alter, meinst du? Nee. Der ist halt schneller. Aber ich weiß nicht, was von beiden besser ist. Achso. Schön ist, ich kann beides mitnehmen. Ja, na gut. Achso, ja. Wir haben jetzt unseren Scrooge McDuck hier. Achso. Ja, ich habe erstmal 64 Silber von ihm eingesammelt. Einfach so. Der ist halt Geldeintreiber für uns. Du hast jetzt wieder Herstellungstränke gesammelt, interessant. Ich glaube, die droppen unten, ne? Ja. In der. Jetzt habe ich noch, also jetzt habe ich noch ein Mini-Hai rumliegen. Oder hier. Basti? Ja. Wie ist es? Willst du den Bogen nehmen, den ich jetzt bekommen habe? Der ist gut. Ja. Für Bosse erstmal, ne? Es macht ja keinen Sinn, wenn ich mir jetzt zwei Waffen hier zuschanze. Das ist ja auch dumm. Hier, nee, da die Pfeile dazu. Okay. Ja, ich hab nur noch 999 Holzpfeile. Gut. So. So, dann können wir jetzt runter und die Wand nochmal machen. Ich hoffe, ihr habt alle euer Geld weggelegt. Ich hab nur Silber. Hier? Ich hab auch was dabei. Egal. Schwein. Hörst du das? Was? Das Grunzen immer? Haben? Oh, warte mal. Ja. Jetzt nicht. Jetzt nochmal. Hui. Wie ist das eigentlich, wenn der Bogen 20 Schaden macht und dann der Pfeil 10, hast du dann 30? Ja. Nee, das wird schon mit draufgerechnet, glaube ich. Ja, yeah, nee. Weil nee, es wird noch nicht draufgerechnet, keine Ahnung. Also, okay, du machst, wenn du ihn triffst, 20 und dann kommt es drauf an, was für ein Pfeil du hast und dann wird es nochmal oben draufgerechnet. Ich glaube ja. So weil sonst würde es ja gar keinen Unterschied machen, was für einen Bogen du hast oder was für einen Pfeil. Haben wir denn jetzt, weil eben, ja okay, jetzt haben wir bessere diese Machen, Lücke hier, ne? Das ja eigentlich. Die wird auch mein Tod sein. Passen. Ja. Willst du nicht lieber den Bogen nehmen jetzt? Naja, dann verbrauche ich Pfeile. Ja, aber der ist stärker. Also, ja. Nee. Ja, doch. Theoretisch. Praktisch, weil Pfeile auch super billig sind. Okay, also. Mein Bienenbogen ist besser. Ja, das habe ich mir gedacht. Erst trifft er mehrfach, weil mehr Bienen. Und der ist akkurat. Das Ding ist ja eher eine Shotgun als ein Bogen, das Ding. Also solange jetzt keine Wand kommt, kann ich ja mit der schießen. Ja, gut. Ja. Okay, Wand. Warum ist hier eine Lücke? Pass auf, da ist Lava, ne? Geht mal weg da bitte. Warum ist da Lava? Das ist so nervig.
Gluck, 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 gluck. Ich mache rechts noch auf und dann lasse ich das da irgendwo mal fallen. Oh, wie lange dauert denn das hier? Da ist noch eine Kiste rechts, oder habt ihr die schon gehört? Rechts, rechts ist eigentlich noch gar nicht. Ist aber auch keine Kiste da hinten. Das ist eine Kiste? Der Höllenofen da? Unter dir? Ne, ist ein Ofen. So, ich lass jetzt mal fallen, ne? Ja. Da unten ist noch ein Voodoo-Dämon unter uns, unter mir. Ja, das sind so zwei. Ah, da, okay. Da ist auch mal die Säulenwand. Wir können die eh nicht zweimal hintereinander machen, weil der Fremdenführer wieder leben muss. Damit wir die opfern können. Mehr Bienen! Oh. In den Augen kritisch, glaube ich, auch häufiger, ne? Ja, ja auch ein bisschen. Und ich vergesse nicht zu heilen, Basti. Oder schreiend wegzulaufen. Wer bin ich? Hier eine Nahkampfwaffe. Dahin. So. Oh, ist noch gedroppt? Ist noch ein Pornhammer gedroppt? Da liegt er noch. Ist gut, wenn noch ein anderer den hat. Ah. Ja, ich kann ja mal alles hier wegnehmen. So. Das sieht so geil aus. Achso, was für ein Emblem ist denn gedroppt? Ich hab keins bekommen. Ist keins gedroppt? Stattdessen das Schwert diesmal? Ich hab auch keins. Ja, na gut. Sicher keins. So, ja. Wollen wir mal den Pwnhubber benutzen? Hier irgendwo mein Gesicht hat. Du Wand. Das war sehr schön. Ja. So, wollen wir hoch wieder? Und dann uns mal damit beschäftigen hier mit ne? Pwnhammer und einen Barren herstellen. Gut. Wieso finde ich das nicht? Pick. Blöd. Pickaxe, also, nicht? Fragst. Nee, das, wie heißt das auf Deutsch, verdammt. Spitzhacke, genau. So. Da. Kann. Brauchen wir die? Ich überlege gerade. Keine Ahnung. Ich spiele mal eine her, ne? So. So, irgendwer kriegt jetzt eine leuchtende Spitzhacke. Gib sie mal ruhig, Eike. Wieso ihm? Weil er am meisten in Höhlen rumwurscht. Und vorhin eine bessere Spitzhacke wollte. Aha, na gut. So. So, dann entleert euch mal und dann können wir weiter, ne? Oder was? Weiter mit was? Ne, die Pwnhubber benutzen. Oh. Manu, so. Was war das denn? Was kann man denn mit dem lebenden Feuerblock? Das ist ja einfach nur. Das ist nur Deko, glaube ich. Was denn? Schick. Weißt kommst du? Ich hier geblieben bin? Ja. Ja. Das ist, Sense, oder? Ja. Geht so. Macht auch nur einmal Schaden. Ja, das ist cool. Und ich habe noch eine Puppe. Ah, das ist gut. Tatsächlich. Eine Puppe. Ich kann meinen Helm wieder tragen.
Die Flaschmaske ist irgendwie creepy. Hier, die ist was für dich, lieber Sebastian. Die passt genau zu dir. Da. Das ist genau dein Ding. Oh. Stopp. Da, da. Ja, das ist genau dein Ding. Ja. Doch, doch, doch. Setz dich auf, bitte. Soll ich gehen? Ja, wollt ihr Spielchen hier machen hier? So. Du bist so wunderschön. Okay. Das spricht genau deinem geborenen Naturell. Was soll ich mit dem Pornhammer jetzt machen? Dabei behalten einfach. Okay. Wir gehen jetzt Dämonenaltare zerstören. Rechts waren enorm viele, ne? So, ich muss mir jetzt mal meine Metall wieder nochmal leer machen. Das am besten gehen wir zu dritt und so. Ne? Lebendes Feuerblock, okay. Noch mehr von den Dingern. Kann weg, das kann weg, das kann weg. Achso, irgendeiner kriegt die Spitzhacke hier. Du? So. Was? Ich hab dir jetzt. Ne. Da. Eine andere Spitzhacke. Kannst die jetzt verkaufen oder so, die Dämonen? Okay. Meinetwegen. Okay. Ich glaube tatsächlich, dass wir nicht mehr brauchen. Also. Ja. Höllenfeuerzeug ist halb obsolet gewesen jetzt. Hab übersprungen so ein bisschen, meine ich. So, dann gehen wir jetzt zum Crimson und gehen da unten rein und machen die Dämonenaltare kaputt. Oh. Haben wir einen bei uns in der Basis eigentlich in der Nähe? Da? Nee. Na, später mal. Ja, in der Höhle waren ja so super viele. So. Ja, die machen wir jetzt alle kaputt. Ja. Gut. Auf der linken Seite sind nur. Oh, ich komm gleich nochmal nach. Mal das hier naschen. Gut. Wer bist du denn? Ich habe eine Geisterrüstung gefunden, die keinen Schaden kriegt. Ja. Hardmode-Mod, Bosse, Dinger. Ich leuchte uns den Weg. Ja. Magst du ein Jojo? Fuck, das also kriegt wirklich keinen Schaden. Nur noch deutlich bessere, aber ich brauch langsam auch nochmal eine neue Waffe. Mal schauen. Wer seid ihr denn? Nee, nee. Weiter. Nee, das ist auch kein Crimson. Genau, ja. Noch nicht so richtig zumindest. So, bin da. So, wer bist du? Ja, friss meine Shotgun. Und wer bist du? Oh, hässliches Vieh. Oh fuck. Wolf böse. Meine Waffe ist so nutzlos, bisschen. Ja. Also, ja, ich bin tot. Ja, meine Bienen machen aber auch sogar keinen Schaden mehr. Hä? Huh? Wenn die Bienen machen, hast du langsam keinen Schaden mehr. Ja, bei dem Mini heißt das Problem, dass er noch einen Schaden macht pro Schuss. Ich nehme mal das andere Jojo hier raus. So. Dann habe ich jetzt etwas und porte mal hinter euch her. Halt ich mal, Debbie. Habe ich schon gerade. Ich war eben gerade bei 5 Leben. What the fuck? Okay. Ups. Jojo gut. Jojo guter Nahkampf für Red Range. Das Pro-
Problem ist, wenn die anderen im Jojo vorbeispringen und du die auf einmal ganz nah sind, also das Midrange ganz gut. Das ist besser als mein komischer Speer, den ich hatte. Ja, ja, gut, klar. Achso, hier ist ein Dämonenaltar, ne? Ah, fuck. Ah, nicht den falschen Hammer benutzen. Mach ich denn das, dass der den hier benutzt? So. Ah, so. Das ist der erste Dämonenaltar. Kobalt gesegnet. Ja, Mithril. Einfach weiter kaputt machen. Ganz viele. Ja, ich muss das mal anwählen. Mhm. Und jetzt kommen ganz viele Monster auf, weil wir die Altare kaputt gemacht haben. Guck mal, links von uns ist direkt Kobalt. Das sind die Hardmore. Achtung, Achtung! Ja. Haben wir, ne? Okay. So, guck mal, hier ist Kobalt. Das da. Oh, nice. Direkt in unserer Nähe gespawnt. Ich kann mal gucken, ob ich die auch hätte so abbauen können. Anscheinend nicht. Gut, dass du wir eine gebaut haben. Gut. Ach, die machen gerade eine Party, die haben jetzt alle geht. Ja, also gut, dass wir zumindest eine Spitzhacke gemacht haben. Ich kann die nicht abbauen. Obwohl es nicht dran steht. Aber doch, ich kann die abbauen. Ganz, ganz langsam, oder? Nee, jetzt warst du. Okay. Ja, dann geh weg. Ja. Okay. Da kriegen wir unser nächstes Stuff raus, oder was? Genau. Jetzt müssen wir erst mal Kobalt-Spitzhacke machen, damit wir die anderen härteren Sachen abbauen können. Und damit stellen wir uns dann Rüstung her. Mit Adamantium oder was haben wir für Erze? Titan. Okay. Verbessert denn einfach nur meine Rüstung oder wie läuft das dann? Nee, die sind viel, viel besser. Also neue. Ja, aber ich will ja denselben Buff nochmal haben, was ich jetzt auch habe. Du müsst erstmal kurz darauf verzichten wahrscheinlich. Also auf Summoner. Doch, du kannst einen anderen Helm machen und damit eine Rüstung machen, aber ich weiß nicht, ob Summoner dabei ist. Wie gut, dass hier so viele Altare direkt nebeneinander sind. Rechts sind noch ein paar, links ist noch da. Ne, hier ist keiner, okay. Ja, die langsam Gesichter. Süß. Hm, die Schuh-Gesichter-Dinger. Achso, die Slimes. Mein Gehirn heute. Irgendwie. What the fuck war das? Jetzt nicht schon alle. Ne. Hier oben sind 33 noch welche. Ich mache hier gerade also ganz viele. Von den Erzen. Nee, ja. Also je mehr wir kaputt machen, desto gesegneter ist die Welt sozusagen. Achso, desto mehr Erze kommen. Ja, desto leichter finden wir die. Hier ist noch ein Haufen Kobalt, wo ich stehe, hier rechts auf der Seite. Ja, ich will oben erstmal. Ja, ist gut. Ich wollte nur angemerkt, markiert. Mann. Ist nicht weggeportet? Ja, aus Versehen. Seid ihr nicht weit weg? Da sind auch drei Altare drin, wenn man weiß. Wo? Altare? Da oben. Oben, hier. Ja. Okay. Brauchen wir eigentlich noch eine Spitzhacke? Wie meinst du? Ja, wir bauen uns gleich eine aus Kobalt, dann ist scheißegal. Dann kriegt der nächste die aus Kobalt. Und dann. Kobalt ist auch so ein Ding, das kann man wieder skippen, weißt du? Das ist halt das allererste Ding. Dann baut man nur die Spitzhacke und dann geht's direkt weiter, hoffentlich.
waren jetzt nur die drei Altare anscheinend. Ich guck gerade auf. Ja, hier bei mir sind nochmal vier Stück. Mhm. Ja, shit. Da, oh, da, du bist krass. Über dir im Wasser, ne? Hm. Mhm. Diese dummen Schleims dafür aushalten. Ja. Irgendwie schade, dass ich meine Bomben zu Hause gelassen habe. Da ist noch ein Kupferaltar. Da links sind auch welche. Links? Oh ja. Ja, ist Gegengewicht gut. Lohnt sich das? Macht das genauso viel Schaden wie das Ding? Ja, es trifft dann halt auf jeden Fall doppelt, also deutlich öfter. Okay. Also es reißt, ist dann halt so ein bisschen im Kreis, wie die in der Festung, diese Morgensterne. Ja, so. Also es trifft den das war's dann jetzt, glaube ich. Ich habe hier noch einen, ansonsten können wir zurück. Können wir den Elevator mal runter und einfach links und rechts gucken, ob irgendwo Adamantit ist oder so, Kobalt. Sachen, die wir abbauen können erstmal. Adamantit, ist ja Titan bei uns. Hm. Ich habe da eben noch einen gesehen hier. Ich überlege gerade, wo in der Nähe von unserem Haus so ein Altar ist. Im anderen Ding waren noch welche. Ja, ist auf einer Map, glaube ich. Hm. Sollen wir hier einen stehen lassen sonst? Damit wir dann nachher Sachen damit herstellen können? Ja. Oder wollen wir links dann? Links ist noch weiter weg, oder? Ja. Hm. Lass ich den das hier stehen, wo ich gerade bin. Ja. Dann baue ich da irgendwie drei Fackeln drumherum, dass man weiß, dass er hier war. Den hofft, glaube ich, auf der Karte. Ja. Gut. Da Kobalt da rein, das da rein. Das Lava-Immunband kann ich erstmal wieder ablegen. Dahin. So. So, Kobalt-Spitzhacke hast du gesagt. Ich nehme mal die Waffen und sowas raus hier, ne? Ja. So. Oh, mechanisch und Schädel habe ich bekommen. Ja. Das ist das Beschwörungsding, ne? Ja, ja, den Skeleton good. Prime. Good, good, good. Oh, cool. Hm. Kobalt geht noch nicht. Wie Achso, viel? Ich muss erst Barren machen. Ja. Deswegen. Kann sein, du musst aus Kobalt erst einen Amboss machen oder was auch immer. Der Amboss ist doch auch hier drin, oder nicht? Hm. Kobalt. Ne, Barren kannst du einfach so machen, glaube ich. Hm. So, habe ich. Und eine Spitzhacke. Bam. Hm? Soll ich anscheinend nehmen, oder willst du mir die andere geben? Egal. Gib mir halt, was du willst. Okay. Muss das Beschwörerding jetzt hin? Rechts? Ne, was Dings da gefunden hat. Seppi, oder ist er noch unterwegs? Hab ich bei mir in der Tasche. Achso. Hm. Oh, ein Elevator runter, ne? Ja. Okay. An der Kobalt-Spitzhacke steht dran, kann Mithril und Orichalkos abbauen. Das ist die nächste Ebene dann. Okay, meine kann... Steht nicht. Gar nichts dran. Ja. Nur 100% Spitzhackenkraft, mehr nicht. Hm. Also kann eine Stufe über Kobalt abbauen, sozusagen, kann die Kobalt. Okay. Da, ich habe Mithril gefunden, glaube ich. Ich habe irgendwas Grünes gefunden. So, ja. So ein Türkisgrün, so, ne? Ja, ja. Mithril, zu.
aber ich kann es nicht abbauen. Ja, das kann glaube ich nur ich von uns gerade. So. Hast du viel oder lohnt sich das dahin zu gehen? 1, 2, 6, 7. Achso. Schon theoretisch, ne? Wie viel. Ja, okay, ne. Gerade überlegt, wie viel Erz du dafür brauchtest jetzt. Ich glaube, die Frage ist obsolet. Ist immer nachher eine andere Anzahl wahrscheinlich. Hm. Ja, lol. Hm? Oh? Ich gerade den Schacht geflutet? Nee. Ah. Achso, oben war noch was, ne? Habt ihr gesagt? Ja, bei dem Haus links rein. Das ist aber ganz schön. Da. Ah ja, da. Hat sich aber so einen Haufen gedroppt. So sieht das aus irgendwie. Das hier nicht abbauen. Ah, okay. Hier unten ist so 15, 20. Bin unterwegs. Und hier kann ich auch nicht abbauen. Zwei Sachen, die ich abbauen kann, zwei verschiedene. Ja, ah, dann ist das andere dann Titan. Das eine ist grün, das andere ist so bläulich. Weißt du, das da rechts ist Titan? Da rechts. Keine Ahnung, ich kann es nicht abbauen. Interessant. Ich weiß nicht abbauen. Komm, arbeite schneller, Sklave. Hä? Hey. Sag mal, dieses Schwörding, was du da gefunden hast. Ja. Debbie. Was? Das Beschwörerding, was du gefunden hast. Kann ich nicht abbauen, ja. Muss Titan sein, okay. Ruft. Achso, das ist verbrauchbar. Das ist nur einmal benutzbar, oder was? Nee, das ist ein Boss-Beschwörungs-Item. Achso, ah, ja, okay. Das meintest du. Ja. Ja. Ja, das ist der metallische Schädel. Das ist genau. Ja. Wir haben auch das schon so um die, um das Auge, dem mechanischen Auge. Das rechts kannst du auch nicht abbauen, oder? Nee, das muss Titan sein. Aber ich habe hier relativ viel Metrie. Könnt ihr mit über das J-Menü nachgucken, wie viel Metrie wir brauchen für eine Spitzhacke?